sind wir wie bei dem Thema Culture. Doch mal kurz einen Schwenk. Da sind wir bei dem Thema Culture. Das kriegt mich auch in dieser Firma so auf. Ja, dass niemand miteinander redet. Da führen wir ein System ein, ne, intern. Und wer weiß es? Ja, du, niemand. Ich nicht. Du nicht, genau. Ja. Und das gehört auch wichtig dazu. Wenn man ein System einführt, braucht man auch die Kultur, das umzusetzen. Und man muss die Leute mitnehmen. Es würde ja reichen, wenn man mal ein Meeting macht dazu, zum Beispiel. Man ruft alle zusammen und sagt, Leute, wir haben was Neues, zack. Ja, toll. Wieso wird das nicht gemacht? Es ist so einfach. Braucht man gar kein System für, kann man einfach reden. Ich habe das auch nur mitgekriegt, weil ich als Key-User mit dabei war. Das war's. Hast du auch noch zufällig mitgekriegt? Ja, ja. Sie haben gesagt, willst du nicht mal gucken hier, läuft das System hier, der Konfigurator? Ich dachte, boah, das ist, jetzt, ja. Also neben der Strategie, ne, okay, die kriegst du nicht mit, und der Technik, die läuft halt, musst du aber auch die Leute mitnehmen. Kultur. Ja. Da geht gar nicht anders. Ist ja auch für Leute gemacht. Oder? Ja, die Software ist Business-Software für Menschen. Das heißt, du willst die Menschen mitnehmen und nimmst die Menschen nicht mit. Ne? Das ist schon doof. Ja, ne? Gut. Wer ist da jetzt für verantwortlich? Ja, ich glaube... Alfred? Ja, vielleicht. Ja, den müssen wir mal anhauen. Ja, oder der soll das mal mit nach oben tragen, dass das von oben mitgetragen wird, dass wir die Leute mitnehmen können. Also es reicht nämlich nicht, wenn man auf der eigenen Ebene gut kommunizieren kann. Man muss auch nach unten kommunizieren und nach oben. Ja. Wer das kann, der hat gewonnen. Ja. Und dann funktioniert auch so ein System. Gut. Dann sag ich mal. Ja, ich mach mal so ein Meeting klar. Ich muss los. Ja, tschüss.